Is this the ship's name? It's so dirty, I can't read it. There's no need to read it. I already know. This is my father's ship. Your father's? He was the greatest sailor on the whole island. Every day he set sail before the crack of dawn. He protected our island. I was always really proud of my father. I remember it was a freezing morning when the fog was incredibly thick. That was when pirates attacked our island. All the men went fearlessly to protect the village. But my father never returned home. There were rumors that he knew about the attack and fled for his life. But I couldn't believe them. I didn't want to believe them. But secretly, I always asked myself, what if he did run away? Me and my mother had to leave the village after that. It was a brutal journey. And while we were traveling, my mother, she died. Es tut mir leid. Ich find's aber schön, dass wir die Hintergrundgeschichte erfahren von allen Charakteren. What do you believe? Did he run away? I don't know. But I have to find out. Then let's go. There's got to be some clues left. We'll find out the truth. Ein Tagebuch wird's ja schon geben, oder? Is this a dead end? No. The captain's quarters are definitely here somewhere. Danke, ich habe mich gefragt, wo die Leiter war. Langsames Leitersteigen ist immer gut. Ich wollte fast Treppen sagen, aber ist schon okay. Das sind keine Treppen, das sind Leitern. Das muss man unterscheiden. Ja, muss man. Hallo? Diese Vorhänge, die überhaupt nicht verdächtig sind. Und nochmal, weil es so schön war. Nochmal, Rivania, dass du bist Yurik. Ja, okay, das war sicher nicht schmerzhaft. Danke, Yurik. Rivania, gut gemacht. Jetzt können wir weiter. What's this smell? It smells good. Oh ja. Hey, look. The table served. Ist das nicht verdächtig? That means someone's still alive. Oh, let's tuck in. Oh, please. Nein, nein. Don't think about it, Mirania. It might be poisoned. Okay. Dad! Yurik! Dein Dad hat sich ja nicht überlebt. I guess he's still young. Maybe we don't know Yurik as well as we think we do. Ja, ja, ich glaube, das so sieht es aus, ja. Ein schwerer Beinschutz. Plus 1. Das heißt. Rüst es einfach aus. Es sieht kacke aus, aber benutzt es. Let's go! Du kannst die Tür auch normal öffnen. Es geht eigentlich eher um Speichern, aber auch gut. Auch gut. Ja, Boss Time würde ich sagen. Okay. Are you okay? Oh oh. Oh oh. Dad. This is Dad's writing. It's been a week since we've been adrift. We still haven't seen land, and the crew are in a terrible state. No mast, no rudder. The ship is like a huge coffin, bobbing up and down on the waves. All hope is lost for us. Was? Alle Nagito ist verloren? But how? Why? The skies were totally clear. Ja, das finden wir jetzt heraus, oder? Mein Hals macht Geräusch, das ist auch toll. Die tödlichen Vorhänge des Todes. Na hi.
Ich bin jetzt gespannt. Was verwirkt sich dort? Das hätte ich niemals gedacht. Ich bin Sail. Ah, wo, übertreib doch nicht. Ich habe Angst. Ja, ich bin dran. Ich weiß noch nicht wie. Okay, so anscheinend. Okay, das ist nicht lecker. Okay, es tut mir leid, dass du so heiß hast. Okay. Den in den Spiegel anzugreifen, ist wirklich eine dumme Idee. Aufpassen. Macht schneller. Ach nee, warte. Okay, der Boss funktioniert wirklich nur so, wir sollen einfach nur zu den Stellen hinlaufen, wo wir... Interessanter Boss, muss ich sagen. Finde ich cool. Lecker. Hier, verbrennen. Ich kann warten. Ha! Ist der heiß? Mir nicht. Weil du bist heiß, Doppelgänger Sail. Okay, ich wurde geschleimt. Was? Oh, oh, oh nein. Okay, hi. Okay. Bitte runter, bitte. Ich will nicht an deinen... Ah, nein, bitte nicht dort. Ich weiß nicht, ob du eine Frau oder Mann bist, aber egal, was du bist, ich will nicht dort lecken und riechen und... was? Wir haben Yurik verloren. Kannst du bitte aus dem Weg gehen? Dagrin? Oh nein. Oh nein. Ah ja. Was zur Hölle? Oh Gott. Ja, Feuerkreis. Achte ich zwar nicht drauf, aber ist okay. Ich kann wirklich nicht mehr unterscheiden, wer ist. Ja, ich bin ja dran. Es tut mir leid. Tut mir leid. Okay, wir wirbeln das auf. Ist egal. Wo ist der Letzte?
Dann weg damit. Ist mir egal, der Grin, tut mir leid. Ich will dich gar nicht angreifen. Okay. Wir reden einfach nicht darüber, was gerade passiert ist, okay? Das war sehr lustig. Together, my men and I defeated that giant monster, and of this I am truly proud. I think some other monsters headed towards the island, but I have good faith that the villagers fought them away. However, the foul monster we bested was of a different caliber. No one could have faced it but us. Though no one in the village will ever know, my men and I fulfilled our duty as warriors. And so I leave behind this, my final log. If someone should read this, I implore you to let the villagers know of our fate. Tell them we fought bravely until the bitter end. And please tell my beloved wife and son. The two of you were in my thoughts until the very end. And I love you dearly. Oh, süß. Der kleine Yurik da unten. Er ist so süß. Dad. He died to protect us. Finally learned the truth about my dad. Das freut mich. Thank you. Nichts zu danken. Nein, nie. Also, hi. Du bist Yurik, oder? Also, ich habe gerade leichte Gänsehaut. Das war wirklich ein schöner Moment gerade. Das Lächeln war toll. Es tut mir leid. Oh. Ich muss sagen, es ist schon echt toll, das Spiel bis jetzt. His cold and cynical heart finally began to warm. Oh, das freut mich. Das freut mich sehr. With a warm smile of genuine gratitude, Yurik started to come to terms with his past. Es war wirklich der schönste Moment bis jetzt im Spiel, muss ich sagen. Es war echt schön. Memento? Mementos? Ja? So we'll be leaving soon. Yeah. You finish everything you needed to? Of course. I went and said a proper farewell to my father. Are you sure you're okay with just leaving him in the ship here like this? Yes. That's his ship. If I touched it, he'd give me a right telling off. And besides, now I know how he felt. I have to carry on with my life. That's what he would have wanted. Definitiv. I see. Say, kannst du das bitte motivierter sagen? Okay. Dann geh jetzt zu... Ist das nicht an die Tür, die nicht aufging? Ich hab's repariert. Man kann jetzt durchgehen. Okay, ich bin gespannt. Was ist denn dort? Ja? Hallo? Oh. What is this room? Was all this stuff looted from Lazarus Island? Oh, das ist verdächtig. I've never even seen symbols like this before. A picture of Lazarus Castle. What could this book be about? Es sieht nicht gut aus. What the? What the? Same symbol that's on my hand. Nani? Who is this person? Oh, Lisa hat's gehört.
sail. What are you doing? Okay. This book, it came from the castle. I've seen it before. Then do you know who this person is? I think he's my distant ancestor. That's what my father said. So you're related? Yes. The founder of the House of Argonin. He was supposedly a very powerful sorcerer. Das erklärt zumindest vieles. The legends say that he borrowed the power of a god to create the Lazarus Cannon. Okay. And that he used it to banish the Garak, putting an end to the suffering they caused. Did you say a god? Ja, das hat sie gesagt. Well, maybe not a god exactly. I don't really know the details. Only that it was referred to as the Outsider. The Outsider? Huh. Yet it pleases me that a human too has come to possess the Outsider's power. Rückblenden. That mark, it's the same as my ancestors. Yeah. And since I got that weird mark, I've been able to use this strange power. Zangarak mentioned it too. He called it the Outsider's power. Right. So maybe that's why your light was shining so brightly back then. Could it have been reacting to my Argonin blood? I'm just a mercenary. Why would I have that kind of power? Was würde wohl passieren, wenn man Kinder mit dir zeugt? Ich meine, from the Garak, just like in the legend. Naja, egal. Es war nur ein Gedankengang. Outsider believed you'd be able to do that. That doesn't make sense. Zangarak had this power too. Do you think Zangarak knows something about what this power really means? Können wir einfach mal darüber aufhören, über diese Power nachzudenken, weil wir werden das sowieso noch einen Plot erfahren. Der Schrankschlüssel. Ah, hier ist Ruhe. Ja, die öffne ich. I wonder what that key you found is for. Ja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Schrank. Wo war denn hier ein Schrank? Hey, bist du ein Schätzer? Kann das sein? Das wäre sehr toll, wenn du ein Schätzer wärst. Ja, es tut mir leid, ich habe dich nicht gemobbt. Das ist schon okay. Okay, du bist leider nicht ein Schätzer. Okay, dann gehe ich jetzt einfach mal. Okay, dann guck mal nach. Vielleicht finden wir da einfach noch irgendwas. Vielleicht ist ja hier irgendwo ein Schrank. Ein Schrank, ein Schrank. Chef, es sucht einen Schrank. Now, where was it? There are scratches around this cabinet. Maybe it can be moved. Ah ja. Okay. What's this map? Ja, das frage ich mich auch. Was ist das für eine Karte? The map that Zael had found showed the precise location of the Gurak's front line. Das ist cool. It's hard to believe that they managed to secretly gather so many warships this close to Lazarus Island. Over a century has passed since the Garak were banished from the Empire. We humans have grown careless. It gets worse, too. For the first time, the Garak are united under a powerful king, Zangarak. He's to blame for all this. The ship's repairs are almost complete. As soon as we're ready, we'll head for the Garak base. Okay. Wird nur ein bisschen gefährlich, aber... Charging into an enemy base. It's like we're brave knights out of a fairy tale. Nur, dass wir nur zu wenige sind und vielleicht keine... Entschuldigung, Yurik. Do you think we'll be okay? Infiltrating the Garak base all on our own? I wonder what kind of food the Garak like to eat. Menschen, Kappa. Nee, da hätten sie uns schon längst gegessen, aber... You ready? Klar. Four of us will infiltrate the base. Myself, Zael, Yurik and Lisa. Ah, was? Mirania. You stand by to take action if anything happens to us. Mirania darf nicht mit. Manu. I will pray that my assistance is not called for. Ich will sie trotzdem mitnehmen. Okay. Was passiert, wenn ich Lisa einfach die Klippe runterstoße oder so? Dann bräuchten wir... Ich habe das nicht gesagt. Following the map's directions, the group set sail for the Garak base. All of them treasured these last moments of calm. In the face of the Habt ihr gehört? Set sail. It cast a deep fiery glow across the seas and skies ahead.
like an infant's cradle, gently rocking from side to side upon the calm ocean waves, the ship sailed smoothly onwards towards its destination, its course straight and true. The ocean is so vast. How far does it go on? If I'd stayed in the castle, I could never have witnessed a sight like this. Seeing you smile like that makes me happier than anything. Tell me, what made you decide to become a mercenary? Well, back when I was still a kid, just after my village had been burned down, that was when I met Dagrin. The two of us got by for a while on our own, but one day Dagrin said, "We can't go on like this forever. We have to show the world what we can do and make a proper life for ourselves." As it turned out though, the mercenary life wasn't much better. We have to become real knights. But if you do become a knight, you'll be stuck inside the castle the whole time. You won't be able to see sights like this anymore. You really aren't looking forward to going back. No. But I don't want to cause any trouble for you or your friends either. I have to be strong too. I wish there was something I could do. It's all right. You've done more than enough already. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, in die Basis zu gehen, aber es ist schon okay, die Basis anzugreifen. Ich bin gespannt, das wird anstrengend wahrscheinlich.